So, hallöchen und damit herzlich willkommen zurück bei Let's Play Age of Empires 2. Ja, was soll ich sagen? Wir könnten ja mal wieder eine Kampagne machen, was ich mir auch noch vorgenommen habe. Eine Kartenedition wollte ich mal machen. Aber, da muss ich mich jetzt selber erstmal nochmal wieder reinfinden. So, ja, dann gehen wir mal auf Kampagnen. Ja. Ich wollte übrigens mal nachfragen, das Tutorial. Sollte ich mal das Tutorial spielen, ja oder nein? Ob ich die WWM Wallace Kampagne komplett mal durchspielen sollte, das überlasse ich euch die Entscheidung. So, gut. Ich habe mich dafür entschieden, mal Johanna von Orléans zu spielen. Eine seltsame Befreierin. Los geht's! Februar. Heereslager in der Nähe von Vaucouleurs. Heute Morgen hatte ich beim Aufwachen Bilder von Schusswaffen und kaltem Stahl in meinem Kopf. Seitdem ich zu sehen muss, wie mein geliebtes Frankreich durch den Krieg ruiniert wird, habe ich diese Albträume immer öfter. Während ich durch das Lager wanderte, ohne den neu gefallenen Schnee zu bemerken, sah ich jedoch die Verletzungen und die Erschöpfung eines jeden meiner Soldaten, denen die Hoffnungslosigkeit in den Augen geschrieben stand. Da sah ich das Mädchen zum ersten Mal. Sie sagte uns, ihr Name sei Johanna, dass sie eine Bäuerin sei und weder reiten noch kämpfen könne. Sie sagte uns ebenfalls, dass sie vorhabe, Frankreich zu retten. Der düstere Schleier wich von den Seelen der Männer. Ihre Stimme klang überzeugend und wir saugten jedes ihrer Worte in uns auf. Ich mag meinen Glauben verloren haben, Johanna jedoch hat den ihren behalten und das ist mir genug. Johanna bat uns, die ausgemergelte Soldatentruppe, sie nach Chinon zu begleiten, wo der rechtmäßige Dauphin Frankreichs sich vor seinen Feinden versteckt hielt. Das vom Krieg verwüstete Land, das wir auf dem Weg dorthin durchqueren müssen, wird von Plünderern heimgesucht und wir werden viele Männer verlieren. Der Tod ist von nun an unser ständiger Begleiter. Doch für Johanna werden wir ihm noch einmal entgegentreten. Okay. Ja, falls man meine Katze jetzt im Hintergrund gehört hat, die hat sich jetzt an der Heizung verfangen. Dummes Mädchen, ey. Wo sind die? Ja, jetzt hockt sie auf dem Fensterbrett. Na gut, das gehört jetzt nicht zum Let's Play, aber egal. Begleiten Sie Johanna vom Nacker bei Vaucouleurs zum Schloss von Chinon. Johanna muss überleben, okay. Die Feinde Frankreichs sind England und Burgund. Seien Sie auf der Hut vor deren Streitkräften, okay. Erwarten Sie nicht zu viel Hilfe von zermürbten französischen Heer. Achten Sie aber wachsam auf jene Soldaten, die sich womöglich für Ihr Heer begeistern, sobald Sie Johanna erblicken. Beschützen Sie Ihre beiden Ritter, sie sind die besten Kämpfer und kennen die örtlichen Gegebenheiten. Kümmern Sie sich nicht um Ihre Wirtschaft, bringen Sie nur Johanna an Ihr Ziel. Achten Sie gut auf Johannas Gesundheit. Wenn sie zu sehr angeschlagen ist, halten Sie sie aus brenzligen Situationen heraus. Okay. Seid gegrüßt, Jungfrau. Mein Kumpane und ich werden euch sicher in das Schloss des Dauphins geleiten. Selbst wenn wir dabei unser Leben lassen müssen. Ich bin Jean de Metz und ich werde euch mit meinem Leben beschützen. Aha, okay. Eul. So, Eul. Gut. Eul. Hallöchen. Ihr seid die Jungfrau von Orléans. Ich habe eure Forderungen gehört und glaube, was ihr sagt. Wir werden euch nach Chinon folgen. So, kommt ihr auch noch mit? Hallo? Na gut. Wartet! Ihr braucht vielleicht noch ein paar Bogenschützen für euren Weg. Danke. Ihr wollt auch nicht mit, okay? Was ist das für eine Flagge da oben? Okay. Nicht so wichtig. So. Wollt ihr mit? Ihr müsst vorsichtig sein auf dem Weg, der vor euch liegt. Unsere Feinde, die Engländer, befinden sich auf einem Streifzug. Und ihre burgundischen Verbündeten sind allesamt Verräter. Äußerste Vorsicht ist das Gebot der Stunde. Na gut, okay. Fabs, du bist doch da, wunderbar.
So, da geht's nicht lang. Gefällt. Kannst du mal gucken, ob sie noch Militär haben? Ich habe ein Lager der Burgunder im Norden ausgemacht. Nehmen wir besser einen anderen Weg. Okay. Oh ja. Na gut, wenn du das sagst. Attacke! Du bleibst hinten. Liebe. So, gut. Eul. Liebe. Achtung! Vor uns wütet eine Schlacht! Oh. Bleib zurück, damit wir nicht ins Kreuzfeuer geraten! Zurück, 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 zurück! Weg, 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 weg! Tschüss! Liebe. Wer ist denn der Gelbe? Das ist mein Verbündeter. Okay. Wegelagerer. Ach, du liebe Zeit. Lecco mio. Ein weiterer bedeutender Verlust für Frankreich. Ich hoffe, dass ihr den Krieg wirklich zu Ende bringen könnt, Jungfrau von Orléans. Ah. Krieg ist immer scheiße. Hatte ich das schon mal erwähnt? Also man sieht hier Hitler. Um das nur mal erwähnt zu haben. Das beste Beispiel ist Hitler. Birax? Also, nee. Liebe. Liebe. Eul. Also nach rechts gehe ich jetzt nicht. Birax? Birax? Hoffentlich kriegen wir noch ein bisschen Einheiten. Uschi! Hallo! Die versucht schon wieder in meinen Schrank zu steigen. Gibt's denn das? Liebe. Eul. Oil. Aber das kann sie vergessen. Selbst du bist noch da, wunderbar. Ach du Scheiße, wann habe ich mit der Aufnahme angefangen? Oil. Liebe. So. Oil. Ach, wer seid Oil. Ihr denn? Liebe. Oe. Liebe. Johanna, du verschwindest. Sept. Da. A la bataille. Du nicht! Mach dich ab! Die Wegelagerer plündern hilflose Reisende aus. Was ist nur auf unserem Heimatland geworden? Tja, keine Ahnung. So, ich habe keine Ahnung, wo ich lang muss. Muss ich erstmal hier lang oder was? Ich glaube ja. Ach Gott, ey, wann habe ich denn mit der Aufnahme angefangen? Oh! Hallo? Guten Tag. Gut. So. In Ordnung. So, tschüss. Mal weiter im Text. Was ist das denn für eine Brücke? Speichern. Nicht Katapult. Ich hab doch gar kein Katapult. Natürlich, genau. Boah, sag mal, seid ihr blöd oder was? Hallo. Hinlegen! Natürlich und noch mehr Wolfe. Urwolf auch noch. Oh ja. Du Scheiße, ey. Sepp. Sepp. Oh ja. Liebe. Sepp. Oh ja. Fraps, du bist doch da, wunderbar. Sepp. Liebe. Sammelt eure Sachen zusammen, Männer. Wir ziehen mit der Jungfrau von Orléans. Wir werden den Rambok mit uns mitnehmen. Er wird uns vielleicht vor Nutzen sein. Rambok? 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 Wo ist denn Rambok? Hä? Doch da! Liebe. Oh nee, ey.
Herr Rambock ist auch noch so schön langsam, natürlich. Fraps, du bist noch da, wunderbar. So. Gut. Dann mal weiter. So. Und dann, wie gesagt, dann kann er mich halt immer anschreiben, ob ich dann die William Wallace-Kampagne spielen soll. Wenn ihr das denn möchtet, dann werde ich das dann natürlich tun, aber ansonsten werde ich die nicht spielen. Speichern. So, gut. So. Wir brauchen eine Mange oder einen Rambock, um durch diese Welle hindurchzukommen. Was denkst du, was ich hier grabe, mein Freund? Oh, bist du süß. Bist du süß. Rein da! Da! Ihr Franzosen begreift nie, wann es Zeit ist, aufzugeben. Oh yeah. Los! Komm, ich will da rein. Kannst du mal zurückkommen? Spinn's wohl. Ach komm. Danke. Das reicht. Liebe. Liebe. Oh ja. Yeah. Liebe. Liebe. So. So, Zeiteisen. Was sagt denn die Uhr? 5 Minuten noch. Liebe. Okay. Sam. Oh ja. Yeah. Ich wollte mich übrigens mal entschuldigen dafür, dass den einen Tag die, war das die dritte Folge, nur auf 480p hochgekommen ist. Das hat folgenden Grund, weil, ja, also, YouTube hat mich da ein bisschen geärgert und hat den Upload immer wieder abgebrochen, wodurch ich dann am Ende die Schnauze voll gehabt habe. Fraps, du bist noch da, wunderbar. Wodurch ich dann wirklich die Schnauze... Ein Hinterhalt! Überall burgundische Soldaten! Bewegt euch schnell in Richtung Westen zum Fluss! Von dort aus können wir dann die Flucht antreten! Du nicht! Rein mit dir! Ha, steig doch mal ins Flugzeug ein! Hallo! Ah, die schaffen es nicht. Scheiße. Ist jetzt auch egal. So. Da stand, glaube ich, noch ein Kriegsschiff rum. Ich würde aber ganz gerne erst mal... Oh! Was? Lass mich in Ruhe! Ihr wollt das französische Heer anführen? So viel Zuversicht ist mir seit Beginn des Krieges nicht mehr untergekommen. Sehr gut, ihr bekommt 6 weitere Soldaten, Johanna von Orléans. Ja, wunderbar. So,
euch werden, ihr werdet jetzt oben erstmal abgeladen. Ah, gehst du mir nochmal auf den Wecker? Nö. Gut. Sam, oh yeah. Fraps, du bist noch da, wunderbar. Was sagt denn die Uhr? 2 Minuten noch. Yeah. Okay. Oh yeah. Dann schnell Johanna holen und Aufnahmepause. Schaffe ich noch. Bonjour, Kaya. Hey, Firax. So, gut. Na komm. Bitte einsteigen, danke. Geh mir ja nicht auf den Wecker, Freundchen. Gut. Du nicht. Liebe. Sir. Liebe. Oh ja. Yeah. So. Liebe. Sir. Oh ja. Yeah. Oh ja. Yeah. Oh ja. Yeah. Oh ja. Yeah. Sir. Gut. Ja, eine Minute habe ich noch. Liebe. Chinon, wir haben es geschafft. Freu dich nicht zu früh. Irgendwas stimmt hier nicht. Speichern. Oh ja. Yeah. Das stinkt mir hier gewaltig zum Himmel. Oh ja. Yeah. Sir. Oh ja. Yeah. Sir. Kann ich da rein? Ja, Sir. Kann ich. Sir. Sir. Oh ja. Yeah. Oh ja. Yeah. Ach, guten Tag. Oh, yeah. Oh ja. Oh ja. Das Schloss des Tufens. Ja. So, rein da. Hopp, 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 hopp. Hopp, hopp. Hopp. Los. Liebe. Hallo? Oh ja. Der Dauphin wird euch jetzt empfangen. Sehr schön. Gut. Als Johannas Schritte in der mit Marmor ausgestatteten Schlosshalle widerhallten, staunten die dickleibigen, tuschelnden Herzöge nicht schlecht. Der Dauphin selbst schien erschrocken, als Johanna ihm die Füße küsste. Mein edler Dauphin, so fragte sie, warum beansprucht England für sich, was uns gehört? Warum werdet nicht ihr zum König von Frankreich gekrönt, so wie es euch zusteht? Die Höflinge begannen zu raunen. Der Kammerherr flüsterte dem Dauphin etwas zu. Dieser jedoch schubste den Kammerherrn weg und stand auf, um Johanna von Angesicht zu Angesicht gegenüberzutreten. Zwar reichte sie nur bis zur Schulter des Kleinsten unter uns, aber alle mussten zu ihr aufblicken, um zu ihr zu sprechen. Ich weiß nicht, was in diesem Augenblick zwischen dem Dauphin und seiner zukünftigen Erretterin vorging. Es war jedoch offensichtlich, dass auch der Dauphin in ihrem Bann stand. Sehr schön! Ja, eine Folge für diese Quest gebraucht. Ja, gut.
Ja, und dann mal sehen, was wir das nächste Mal machen. Gut, Knut. Dann würde ich sagen, geht es hier im nächsten Part weiter. Also bis dann.